So. Zack. Och nein! Was ist denn dann? Och Gott! Oh. Das kann doch nicht dein Ernst sein. What is going on this planet? Da gibt es ja auch immer dieses Meme. Kennt ihr das mit I don't want to live on this planet anymore? Das sind manchmal... Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part des Lost Happy Wheeler Specials anlässlich des Erreichens der 700. Folge. Wir haben natürlich jetzt am heutigen Tag ordentlich Zeit, deswegen habe ich mir hier auch meinen Laptop noch aufgebaut mit schmackotastischen Fragen von euch, denn ich hatte ja vor einiger Zeit mal aufgerufen unter dem Hashtag Bananarama so ein paar Fragen einzureichen und da gucken wir von Zeit zu Zeit, gucken wir da mal rein. Wir gucken jetzt aber nichtsdestotrotz mal in das erste Level von Miss Superschlau. Okay, Paluten Edgariana Test. Hey Petersil und andere, der Text steht im Level. Könntest du vielleicht mich, Karina und meine beste Freundin Nele grüßen? Viel Spaß und Hullu! Das Hullu kann ich heute nicht so oft machen, weil meine Stimme ist immer noch ziemlich angegriffen. Aber ich dachte mir, Leute, Show must go on. Da können wir jetzt einfach keine Rücksicht drauf nehmen. So, und würde ich einfach mal sagen, machen wir mal schöne Grüße an euch natürlich und dann machen wir Play. Okay. Mal gucken, das ist mein erstes Level. Ich kann nicht so gut einschätzen, ob es jetzt gut oder nicht so gut ist. Aber egal. Ja, schauen wir mal. Du willst ins Land Edgariana. Doch bevor du dort wohnen kannst, musst du dieses Level bestehen. Okay. Aber ich wohne doch in Köln. Ich möchte gar nicht in das Land. Ich weiß gar nicht, ob das schön da ist. Also ich meine, der Name ist vielversprechend, aber... Erfolgreichster YouTube-Channel weltweit. PewDiePie? Also er hat zumindest die meisten Abonnenten. One Direction hat wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Views. I don't know. Wann... hat Palle sein erstes Video auf YouTube hochgeladen, auf dem Kanal Paluten. 2012. Wir feiern, glaube ich, auch bald Jubiläum. 3 Jahre Paluten. Das ist der absolute Wahnsinn, meine Damen und Herren. So, nach der mentalen Prüfung kommt die praktische... Okay. Aua, was ist denn da los? Oh Gott. Oh, ja. Oh, ja. Guck mal. Okay, das ist eine... Ha! Bitte? Okay, warte. Jetzt. Oh yeah, geschafft. So wie es aussieht, bist du jetzt ein Edgarianer. Glückwunsch! Dankeschön, da ist er doch, der traumhafte Lost Happy Wheelers Victory Sound. Den habe ich schon ein bisschen vermisst. Wollen wir mal hier so eine kleine Frage. Würdest du gerne einmal nach Österreich reisen? Okay, da hat jemand Reisen mit SZ geschrieben. Na gut. TubeUber hat das gefragt. Ja, ich war ja schon ein paar Mal in Österreich. Ist ein schönes Land. Auf jeden Fall schön Skifahren, kann man mal moken. So, Pogo Jump von Daniel B. 456. Hallo Paluten, viel Spaß bei meinem Level. Kannst du bitte Elias und Fuxi grüßen? Danke. Okay, doch. Schöne Grüße natürlich auch an euch. Mir hat letztens mal jemand empfohlen, das doch einfach wie Maudado zu machen. Und zwar, dass man dann sozusagen vor dem Video oder am Anfang irgendwie sagt, so, ja, ich grüße schon mal im Voraus alle Leute. Weil der will ja irgendwie jeder Zweite gegrüßt werden. Das finde ich ja auch nicht weiter schlimm. Aber... das Ganze vorzulesen und dann nochmal zu sagen, ja, ich grüße euch jetzt hier nochmal. Das ist immer so ein bisschen distracting. Was habe ich heute eigentlich, wieso talk ich hier manchmal um so ein paar englische Wörter? Mein Brain, Alter, das ist noch nicht auf 100%. Wie so oft. Es läuft eigentlich sehr, sehr häufig auf Sparflamme. Das muss man einfach so sagen. Also das ist oftmals, wo man sich denkt, so, what the freaking victory? Oh yeah, in 38 Sekunden. So kann man das moken. So macht man das. Oh, Minecraft Crystal von Gaming Nils. Hey Paluten, das ist mein viertes Level. Ich hoffe, du spielst es und es gefällt dir. Ja, also ich werde es jetzt spielen. Mal gucken, ob es mir gefällt, Alter. Schnell weg hier. Okay, du. Okay. Wie hat Minecraft vor circa 4 Jahren gehießen? Cavecraft. Ist richtig. Ja. Welche Spitzhacke baut am schnellsten ab? Gold, Diamant? Bestimmt Gold. Habe ich das jetzt richtig? Ah, da bin ich nochmal auf den Diamanten gekommen und dann. Auf welcher Höhe findet man Lava sehen? Das ist 11? Ist scheinbar richtig. Kann ich hier nicht auch einfach so weiterfahren? Ah, nee, das kann ich tatsächlich nicht. Was ist seltener? Smaragde, Diamanten? Ich würde sagen Smaragde, oder? Nicht auf den Diamanten fahren. Was benötigt man, um goldene Karotten zu craften? Außer Apfel? Goldnuggets, bei denen, die waren, glaube ich, günstiger. Hab ich alles richtig? Jetzt geht's hier nochmal ein bisschen ruhiger. Da bin ich natürlich mit meinem Fahrrad, Dude. Nicht so, warte, ich spring mal ab. Ich baue einfach da drauf, dass es hier unten direkt den Victory gibt. So, komm schon. Da fällt einfach unser Sohn. Sohn, bitte. Ja. Oh, oh. Nein, geht's hier tatsächlich noch?
Nein, hier geht's noch weiter. Warte mal. Oh, nee, ich habe mich aus Versehen. Ah, ich habe mich gedreht. Ich muss mich nochmal aufrichten. Und dann kann ich hier ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paluten, ich hoffe, dir hat mein viertes Level gefallen. Ist nicht das Beste, aber hat mich 2 Stunden Zeit gekostet. Mach weiter so und deine Videos sind klasse. Danke, Nils. Vielen Dank. Ich muss jetzt hier noch kurz in den Victory. Ah, wunderbar. Alright, alright. Da ist nochmal sein YouTube-Channel verlinkt. Und danke, guter alter Nils. Jetzt gibt's hier Gurkensuppe mit Obstacle. Alright, Brohim. Let's do this. Oh, Skip-Intro. Nö, das Intro gucken wir uns natürlich an. Weil das ist natürlich cineastisch, war das gerade ganz, ganz großes Kino. Also das muss man einfach so sagen. Ich fahre jetzt einfach YOLO hier durch. Verdammt! Okay, YOLO bringt irgendwie nicht so viel. Ich guck mir nochmal, während das Intro hier nochmal rumslurpt. Würdest du gerne ein Haustier fragen? Fragt Timo Köstermann. Und meine Nase juckt heute schon wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Wahrscheinlich bin ich gegen irgendwas allergisch. So, warte mal. Gegen Haustiere bin ich übrigens nada allergisch. Ich hätte super gerne einen Hund, aber... Och, nö. Hier ist die ganze Zeit so ein blödes... Ach, verdammt. Okay, warte mal. Bei welcher Minute sind wir? Wir sind bei Minute 5. Pidizzle fährt das Ding jetzt mal out of the universe. Obwohl, kann ich das eigentlich mitten in der Aufnahme noch ändern? Warte mal, wir machen jetzt hier mal ganz kurz. Weil ich kann ihn nämlich eigentlich Mauszeiger aufnehmen. Mache ich jetzt weg. Und jetzt... Ha! Ist er tatsächlich weg. Huh, haben wir aber nochmal... Haben wir nochmal Glück gehabt. So, jetzt schauen wir mal hier, dass wir das geslurpt bekommen. Weil das ist... Mir fehlt einfach die Routine. Auf jeden Fall, um zu den Haustieren zurückzukommen. Ich habe mega... Bock auf einen Hund. Also, Hund wäre echt das Beste ever. Das wäre... Das ist schick gemacht, das Level. Also irgendwie gefällt mir das sehr. Kann ich hier rüber? Ein Hund, aber ich habe einfach keine Zeit für einen Hund. Wenn man mal irgendwie dann auf irgendeinem Event ist oder sonst was, dann kann man ihn ja nicht zu Hause lassen oder so. Also da denke ich mir, dass irgendwann werde ich mir 1000%ig einen Hund zulegen. Aber das wird nicht heute sein und das wird wahrscheinlich auch nicht morgen sein. Ja. Darf ich hier durch? Warte mal, das machen wir wieder. Ja, ja, oh, oh Gott, bitte, Sohnemann, könntest du aufhören, mir am Poppes rumzuspielen? Dafür kriegst du jetzt einen richtigen... Das kann nicht euer Ernst sein. So, und jetzt. Oh, yeah. Oh, komm schon. Shake your booty to the victory. Shake your booty to the victory. Jawohl. Wollte ich gerade sagen, jetzt mach doch mal hier. Mach doch mal ein bisschen hinne. Kann doch nicht wahr sein. So, ein kleines Don't Move zum Zurücklehnen. Hey, Palle und andere. Ist übrigens von GG Fun Max. Das ist ein kleines Don't Move Level. Ich hoffe, es dir gefällt euch. Nicht bewegen. Viel Spaß und... Alright, alright. Da haben wir doch die Zeit, eine kleine... Frage vorzulesen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hier sind so viele, weil hier ist wieder die Haustierfrage. Was sind deine Lieblingsschuhe? Sneaker. Sneaker sind immer meine Lieblingsschuhe. Die sind einfach super. Oh yeah. Sind einfach super bequem. Und ja, würde ich sagen. Es gibt ja auch andere Schuhe, die ganz geil sind. Also ganz ehrlich. Also, da kann man mal moken. So, direkt das nächste Level hier. Ein Dino-Quiz von Lenny Schnitzel. Hey, Palle, ich hoffe, dir gefällt das Level. Haben zu dritt dran gebaut und es ist unser erstes Level. Kannst du bitte die 7AQ der Realschule Dietz grüßen und die 7C der Hauptschule dazu, die 7A vom Gymnasium Dietz. Viel Spaß und hallo! Ja, natürlich, wie gesagt, ihr seid alle gegrüßt. Was ist denn AQ? Ich kenne das echt nur mit A, B und C. Was bedeutet denn das Q da am Ende? Hast du dich vertippt? Oder was ist da los? So. Wer ist der bekannteste Flugsaurier? Das ist der Pteradon. Weil Brontosaurier ist doch so ein Riesenvieh. Aber das ist wesentlich größer. Der bekannteste Fleischfresser ist natürlich Simon Unge. Definitiv der bekannteste Fleischfresser der Welt ist Simon Unge. Nein, es ist der T-Rex. Wäre aber auch nicht verkehrt. Sage ich knackig. So. Wer ist der größte Pflanzenfresser? Das ist dann der Brontosaurier, weil der Velociraptor, der snaselt gerne mal, glaube ich, so ein Stück Fleisch. Zusammen mit Simon Unge. Da machen die sich so ein schönes... Oh, hi! Edgar sieht aber ein bisschen komisch... Oh Gott. Alter, was ist denn mit dir los, Edgar? Was ist da los? Werbung? Ja, ach komm, Leute. Die könnt ihr euch gönnen. Ice Light TV. So, weiter geht's. Weiter geht's. Mit Paluten 700 von Juli 123. Okay, Juli, dann schauen wir doch mal, was du hier... Da gibt es auf jeden Fall einen Checkpoint.
mit dem wir hoffentlich... Oh Gott! Sohn, geht's dir gut? Du verlierst irgendwie gerade Flüssigkeit aus deinem Körper. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, denn ich habe in Biologie nicht aufgepasst. Hallo? Ho! Ha! Überlebt. So, hallo? Ist hier jemand? Mama? Ho! Alter! Oh yes. Give me them victory. Da ist dein Victory. Wunderbarski hier. Läuft doch. Also bis dato, komm mal alles smoken. Paluten 700 Blue von XD Killer. Hi Pal und andere. Enjoy. Okay, okay, ich enjoye das. Aber als erstes kommt die nächste Frage. Wann machst du wieder einen Stream? Ich hatte ja in letzter Zeit öfter mal so einen guten alten FIFA-Stream gemacht. Hab jetzt aber auch wieder so ein bisschen Bock bekommen, ein bisschen hier Minecraft zu spleasen mit euch Schlawinskis. Aber ich möchte das irgendwie so machen. Da hätte ich zumindest mega Bock drauf, so ein, zweimal in der Woche, weil öfter kriege ich das einfach momentan nicht hin. FIFA war jetzt einfach so, weil es rausgekommen und ich bin eine absolute FIFA-Suchti und hätte es, oh, auch so in meiner Freizeit gespielt. Und das ist der Victory. Nice one. So, dann machen wir mal. Und ja, genau, dann möchte ich irgendwie so immer, denke ich mal, am Samstag immer so einen festen Zeitpunkt machen, sei es nun 9 bis 23 Uhr und dann vielleicht nochmal am Dienstag oder Donnerstag nochmal schön ein bisschen Minecraft oder auch andere Sachen mit euch machen. Ich möchte mir da auch so eine Art kleines Konzept erstellen, wo wir dann irgendwie auch so mit Nebensächlichkeiten in Anführungszeichen, so dass wir am Anfang des Streams vielleicht alle zusammen so ein paar Comments durchgehen, nochmal ein paar Videos irgendwie Revue passieren lassen, nochmal so ein bisschen so einen kleinen Talk machen über die Situation des Kanals, dann zocken wir ein bisschen was, dann gibt es nochmal kleine Frage-Antwort-Runde, irgendwie das Ganze so ein bisschen auflockern, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von sowas haltet. So, und jetzt machen wir Paluten 700 Him von GLPs Mama? Oh, okay. Himmel. Moin, Pal und andere. Dies ist mein erstes Level für dich. Ich hoffe, du hast Spaß. Wenn du das Level nicht schaffst, kannst du in den Replays gucken. Ach, als würden wir das nicht schaffen. Ich bitte dich. Alter, ich bin der Himmelprofi. Ich bin praktisch im Himmel gezeugt worden. Zack. Und, oh Gott, und auf einer Fischfrikadelle. Das haben wir ja letztens schon mal festgestellt. Da war irgendwas mit dem Checkpoint, aber den... Oh, oh, fast, fast, fast. Ich hatte doch den Check, also den Victory. Ich habe ihn geschmeckt, Leute. Er schmeckte nach Hölle. Ah. Huh. Oh Gott, oh. Ja, okay, ich lebe. Ich lebe. Wahrscheinlich bin ich tot. Ja, ich bin definitiv tot. So, komm schon. Na, komm. Na, komm. Oh Gott, war das knapp. Okay, kein Problem. Stimmt, ich hätte eigentlich auch schon den Checkpoint benutzen können. Guck mal, so, wieso kriege ich denn jetzt den Victory und eben nicht? Das ist skandalös. Ich muss einen Schluck Wasser trinken, meine Damen und Herren, weil sonst stirbt meine Stimme. Hm? Ist natürlich mal wieder ein astreines Placement hier von mir, von dieser traumhaften Wassermarke. Super leckeres Wasser. Jojo. So, Paluten 700 Minecraft Quiz von Julian Heli 1204. Hi Palle, das ist mein erstes Level. Bei einer falschen Antwort einer Quizfrage gibt es eine Bestrafung. Zum Beispiel Slow Part. Bitte grüße die G7A und WRG in Schweinfurt. Schöne Grüße und dann legen wir los. Standardfarm, das kann ja jeder. Okidoki. Was soll in der 1.9 hinzugefügt werden? Eine zweite Hand, Alter. Da kann man nämlich Schwert und Schild und irgendwie noch einen Bogen tragen. Komm ich? Achso, hier gehe ich raus. Alright, alright. Wer ist im Varo-Team Hashtag R? Das war bestimmt Pixelwolf. Der alte Hipster, Alter. So, komm schon. Huh. Was wird bei 1.9 hinzugefügt? Strom, Schutzschild? Ein Schutzschild. Obwohl, einfach nur ein Schild. Ist ja keine Art Schutzschild. Und da sehen wir sogar nochmal. Haben wir schon ziemlich gerockt hier. Soll ich mehr machen, wenn ja? Entweder Minigames, Don't Move, Quiz, Bike Race. Mach einfach alles. YouTube. Mexiko? Ja, Mexiko. Tip top. Directly. Oh, ein Fischquiz. Bevor wir aber ein Fischquiz starten, gucken wir nochmal. Wolltest du schon immer mit Facecam machen, fragt Janis. Ja, ich finde, das hat irgendwie immer einen sehr, sehr schönen Effekt. Natürlich der Nachteil, sagen wir mal im Gegensatz zu einem GLP oder so, ist natürlich, dass jeder weiß, wie du aussiehst. Und das teilweise dann eben auch zu Problemen führen kann. Welche ich aber persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie
schlimme Erfahrungen mit Zuschauern gemacht, wenn sie mich irgendwie auf der Straße angesprochen haben. Natürlich das Problem mit irgendwie Leuten, die vor der Haustür kampieren, das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache und ist auch sehr, sehr störend. Aber wenn, ich habe auch absolut kein Problem damit, wenn ich auf der Straße rumlaufe und jemand fragt kurz nach einem Foto oder so. Das hat mich noch nie gestört und bis dato waren auch alle Leute immer super höflich und super nett, kamen dann so an, ey, störe ich gerade? Und ich so, nett, alles easy. Und ja, das letzte Mal war, glaube ich, im Mediamarkt, oder? Ich glaube, in einem Mediamarkt. Ich glaube schon. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Fischquiz von NickNagger02. Hey, Palle und andere, das ist mein zweites Level für dich. Es ist ein Fischquiz. Viel Spaß und lass eine Bewertung da. Oh yeah. So, dann nehmen wir mal den Segway-Dude. Viel Spaß mit meinem Quiz. PS, es ist ein Fischquiz. Das ist natürlich skandalös. Ist der Karpfen ein Weißfisch? Ja? Verdammt! Wieso? Welcher Fisch ist der größte Süßwasserfisch in Deutschland? Der Wels. Richtig! Ja, guckt euch das an, Alter. Ich bin nicht umsonst auf einer Fischfrikadelle groß geworden. Welcher Fisch hat Stacheln an der Rückenflosse? Das ist natürlich der Zander. Zack. Richtig. Läuft. Wie nennt man die Eier von Fischen? Das ist der Laich. Ich weiß aber nicht, ob er das mit A schreibt. Ach, verdammt, das schreibt man mit A. Ja. Das war aber eine sehr, sehr tricky Question. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall der absolute Fischexperte. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich bald in Köln ein eigenes Fischgeschäft aufmachen. Ja, Pidissels Fischi-Fische. Da könnt ihr dann Fische kaufen und Fische und alles, was dazugehört. So, Paluten 700 Bothrow von Bloop M5W0303. Sehr ausgefallener Name auf jeden Fall, Bro. Hey, Palle, ich habe ja ein Bothrow-Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. PS, bist einer meiner Lieblings-YouTuber. Danke. Und ein kräftiges Hullo. Oh Mann, meine Stimme, die wird schon ein bisschen kratzig. Also der Hals, der ist... Okay, jetzt habe ich mich befreit, ey. Wo ist denn der richtige Win? Ist das der richtige Win? Hey, was ist da los? Oh, okay, das ist ja richtig gemein. Warte mal, jetzt mit einem Arm hier. Bam, 5 Bälle. Läuft bei mir. Und direkt... Nothing. Okay. Zack. Ich würde auch ganz gerne in dieses Help-Ding werfen. Oh! Jawoll! Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Schön abge... Oh, komm schon. Verdammt! Schon immer nur in Help! Ich hab doch voll viele Bälle. Bitte? Bitte? Hä? Bitte? Und jetzt nochmal. Doppelter Rittberger! Oh! What? Oh, oh. Ha! Das wird aber abgeprallt, ne? Ja, Pidissel, Alter, mich kann nichts aufhalten. Ich muss nur irgendwie in den... Oh Gott. Toll, ich kann meine Bälle nicht mehr holen. Ach, Mann. Zack. Zack. Wo kriege ich denn da den Win? Wahrscheinlich der da hinten, bei den 5 Bällen. Aber da muss man natürlich auch erstmal koordiniert hinwerfen. Das ist gar nicht so einfach. Ich brauche eine bessere Taktik. Schöner Abpraller. Oh, oh. Oh, meine Arme. Ha! Was ist hier los? Komme ich hier vielleicht irgendwann runter? Okay. Warte mal. Ich glaube, ich schaffe das. Da geht's runter. Lass dich rauf und runter werfen. Oh, komm schon. Ich hoffe mal nicht, dass wir gleich irgendwas mit unseren Armen machen müssen. Falls doch, haben wir ein richtig großes Problem. Entschuldigung? Ich würde hier gerne... Nein! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm schon. Schieb mich an, Arm. Du bist doch da. Hey, 1 und 2 und 3. Ich muss noch ein bisschen... Was steht da? Krab... Was? Ach, verdammt, irgendwas mit Krabbeln. Das kann ich nämlich nicht. Ich kann hier nicht mehr krabbeln. Jetzt wirf doch da einfach mal rein. Kein Problem. Locker easy. So, exit to menu. Paluten 700, Fragezeichen, von Mr. Fabian. Hey, Paluten und andere, ja, das ist mein Level und ich bin einfallslos, denn ich habe mein Level einfach nur genannt. Aber egal, hoffe, du hast Spaß. Hä, was schreibst du da? Das macht gar keinen Sinn. Shift. Oh. Ah, jetzt bin ich erstmal, ich bin natürlich eine kleine Rabenmutter, weil ich habe meine Kinder irgendwie... Oh, Freeze Wall. Oh Gott. Kein Problem für sie, Alter. Sie ist Superwoman. Oh, meine Nase juckt. Das ist so unangenehm. Kennt ihr das?
Wahrscheinlich nicht. Ich habe das auch irgendwie nur manchmal beim Let's Playen, dass mir die Nase juckt. Ansonsten ist da alles immer stabil. Mit der Nose. So, Ballfall. Was? Z drücken, Alter. Die Mutti drückt kein Z. Oh, awesome. Okidoki. Thanks for playing, Mr. Fabian. Hier gibt's ja mal keinen Victory Sound, aber das ist ja... Oh, jo, ganz ehrlich. Da können wir ja mit leben. Zumindest ausnahmsweise. So, was haben wir noch an Fragen? Würdest du eher nach Berlin oder in Köln bleiben? Achso, eher nach Berlin ziehen oder in Köln bleiben? Oder ganz woanders hin? Ich bin super zufrieden in Köln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wohne jetzt ja auch schon bald ein Jahr hier und ich fühle mich eigentlich pudelwohl. Natürlich ist es schade, dass Dana und Simon ausgezogen sind aus dem YouTube-Haus, aber Bergi wohnt jetzt direkt drüben. Jetzt tauschen nochmal Revi und Pedale die Butzen und ich fühle mich pudelwohl. Und Berlin, das letzte Mal, als ich da war, hat es mir wesentlich besser gefallen als sonst, aber Berlin ist halt riesig. Das finde ich an Köln irgendwie, das wirkt alles ein bisschen... Ich will nicht sagen ländlicher, aber es wirkt alles ein bisschen zentrierter, alles ein bisschen zusammengedrückt. Und ich möchte schon irgendwann zumindest wieder zurück nach Hamburg ziehen. Das ist so, weil da sind meine Freunde, die ich schon seit Ewigkeiten kenne. Da ist meine Familie, die mir unheimlich wichtig ist. Und ich denke mal, ich würde eher wieder zurück nach Köln ziehen. Zurück nach Köln, sage ich schon. Zurück nach Hamburg, als jetzt nach Berlin. So, Paluten-Simonat easy von Mr. Stein. Hi, Pal und andere. Habt nichts zu sagen und auch keinen Bock, mir irgendwas auszudenken. Hast du irgendwas mit H geschrieben? Also das ist schon... Das ist eine smarte Mile. Also ich meine, ich bin ja auch... Muss ich ja echt zugeben. Ich habe auch schon teilweise auf Twitter Tweets verfasst, wo wahrscheinlich der ein oder andere mit dem Kopf geschüttelt hätte, was die Rechtschreibung angeht. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal... Genau, da habe ich Pfeile. Also so eine Nagelfeile habe ich mit PF geschrieben. Und war schon ein bisschen peinlich. Aber eher gut. Also ich meine, als wenn es das erste peinliche Sache gewesen ist, die ich auf YouTube raushau. Ich glaube, also ich bitte euch. Oder auf Twitter. So, Paluten-Simonat von The Boom Fabio. Okay, Bauzeit 3 Tage. Viel Spaß und hullo. PS, was soll ich als nächstes machen? Ein zweiter Teil vom Autolevel, ein Car-Rennen oder ein BMX im Park? Das musst du doch selber am besten wissen. Das, was dir am meisten Spaß bringt. So. Moment mal, hatten wir das nicht? Das hatten wir doch schon. Es war dieses Ding, wo ich eigentlich der Meinung war, dass es ein bisschen zum Teilen geklaut wurde. Das war nämlich auch die Diskussion beim letzten Mal. Also da wurden auf jeden Fall Teile übernommen, weil komplett selber gebaut hat er das nicht. Da gehen wir einfach mal ein bisschen weiter hier into the step. Oder schon wieder XD-Killer mit Paluten 700 Parcours. Hi Pal und André, ich hoffe, dir gefällt mein Level und hullo. Okay. Fahren wir doch einfach mal. Ich habe die ganze Zeit noch Steam offen und sehe hier die ganze Zeit, dass Leute online und offline gehen. Das ist ein bisschen nervig. Also, hier spielt gerade jemand Global Offensive, Alter. Lord Sprudel und Herr Wagner, Kernvogel Extrem, sind alle oh Gott, Global Offensive zocken. Ich wollte auch mal wieder GTA. Oh yeah. GTA zocken. Hätte ich eigentlich auch mal wieder echt Bock drauf. Vor allen Dingen so ein paar verrückte, da gibt es ja immer so die Sachen, wo man mit dem Auto so mega crazy durchfährt. Da hätte ich mega Bock drauf. So, Paluten 700 von Sunil Plays. Hey Pal und andere, ich hoffe, euch gefällt mein Level. Erwartet nicht zu viel. Bin erst 11. Relativ jung. Ist sowieso immer krass zu wissen oder zu erfahren, wie alt teilweise die Zuschauer sind. Da geht es teilweise von super, super jung, aber auch immer noch Leute, die in ihren 30ern sind, die auch noch teilweise meine Videos gucken. Also das ist schon relativ interessant. So, ich würde sagen, wir legen los. Oh. Hey. Die Vögel, die den Winter knapp überlebt haben, haben Hunger. Füttere sie, indem du die Futterringe auf das Seil wirfst. Auf das Seil? Okay, das hat nicht funktioniert. Achso, warte mal, muss ich das von unten? Hier. Hab ich gemacht? Ich hab den... Hat der Futter? Sorry for some bugs. Warte mal. Achso, die... Ah, warte mal, die fahren auch... Nee, da fällt das einfach runter. Ich verstehe es nicht. Ich muss die da richtig ranwerfen? Oh! Ja, ich hab's geschafft. Sauber. Nice one. Raid, hope you like it. Bald auch Happy Wheels Tutorials von Sunil Plays. Du bist erst 11 und hast so ein Level gebaut? Denn Rechtschreibung war besser als von vielen anderen.
Schlecht, Bro. So, Paluten 700 Pogo von Lenny Money. Hi Paluten, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, du magst es. Sag am Ende, ob ich mehr machen soll. PS, Hulu. Oh, ich muss das mit dem Hulu so ein bisschen runterschrauben. Ah, kleiner schmagotastischer Schluck. Und wir drehen uns mal wieder zu Twiddle. Okidoki. Wie würdest du heißen, wenn du ein Mädchen wärst? Keine Ahnung. Da müsste ich meine Mutter vielleicht mal fragen. Wahrscheinlich Thorsten. Wäre ich ein Mädchen geworden, hätte ich wahrscheinlich den Namen Thorsten bekommen. Ist nicht unwahrscheinlich. Okidoki. Was haben wir denn da noch? Was haben wir denn da noch? Mega komische Fragen. Okay, wo ist Edgar? Edgar ist hinter mir. Frosch-LP oder Edgar, das ist eine zu gemeine Frage. Ich meine, die beiden hören im Hintergrund gerade zu. Das kann ich nicht machen. Hä? Ich schaue gerne deine Videos. Was kann ich tun? Was sind denn das für Fragen? Hi Palle, sprichst du eigentlich Fremdsprachen? Fragt Ducking2201. Habe ich, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal drüber geredet. Dass ich... Ist es denn ernst? Das Level? Was? Also wenn die Level alle so sind, dann sei mir nicht böse, aber dann mach bitte nicht mehr. Weil es ist... Bro. Das sind Level, die... Die haben wir schon 20.000 Mal gesehen in den 700 Folgen Lost Happy We Lost. Da kann mir auch keiner böse sein, wenn ich sowas kritisiere. Weil natürlich ist es schön, wenn sie die Zeit investieren. Aber dann denke ich mir, Leute, dann spart euch lieber die Zeit und überlasst das Feld Leuten, die sich damit wirklich richtig gut auskennen. Natürlich, ey Leute, ich bin wirklich über jedes über jedes Level sehr, sehr dankbar. Definitiv. Aber das ist halt einfach nicht so interessant. Ich hoffe mal, ihr versteht, was ich damit meine. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass ihr jetzt nicht irgendwie das in den falschen Hals reinbekommt. Aber das ist halt manchmal ein bisschen... Was war das? Achso, Fremdsprachen! Ich kann ein bisschen Spanisch, Englisch. Also ich kann eigentlich gar kein Spanisch. Ich kann nur sagen, Dos Peones de Plantación de Bananas. Immer wenn dieses Thema mit Spanisch aufkommt, sage ich das. Und ansonsten kann ich das Wort Baloncesto. Das war's. Und no lo sé. Das sind wirklich die einzigen Sachen. Und Englisch kann ich schon eigentlich... Also verstehen tue ich alles. Natürlich abgesehen von jetzt so mega schwierigen Wörtern und Satzkonstruktionen, pipapo. Aber schriftlich bin ich da drin nicht so gut. Aber sprechen geht eigentlich. Es war ein bisschen ungewohnt in Amerika. So, jetzt machen wir weiter. Paluten 7007 von It's Glory. Hi Palle, das ist mein erstes Level, also bitte nicht zu streng bewerten. Bitte grüß Florian und Masti und jetzt noch viel Spaß. Liebe Grüße, Claudia, PS. Hullo. Alright, alright. Nimm mich doch mal den alten Dude. Okay, okay. Hey Palle und André, ich habe mich mal an den Level-Editor gesetzt und für dich euch ein Level gezaubert. Ich hoffe, es gefällt dir euch. Ja, das hoffe ich auch mal. Ich fahre jetzt hier einfach mal ganz wie so eine smarte Mind, Alter. Mal einen krassen Frontflip, weil ich so ein richtiger Risk-Taker bin. Nein, ich war schon EP. Holy Maxeroni. Holy. Oh, das war unser Sohn. Aber der ist sowieso blöd, weil er hat gesagt. Oh Gott, Minekraft. Ist kacke. Und. Oh Gott! What? Bitte? Ach, nö. Jetzt springen wir hier nochmal rüber. Jetzt fahre ich hier mit Carajo. Ho! Wie konnte ich denn da jetzt einen Arm verlieren? Fliegen wir so ein bisschen über Frosch-LP rüber. Gönnen uns jetzt richtig viel Speed. Ho! Jawohl. Und jetzt fliegen wir einfach. Das ist doch ein Fehler! What? Da ist doch... Mache ich irgendwas? Oh, oh. Oh, Gott. Alter, mehr Glück als Verstand. Holla. Die Waldfee. Hä? Warte mal, ich fahre jetzt hier nochmal runter. Aber ich meine, ich muss ja hier hoch. Dann kommt gleich wieder hier diese blöde Harpune. Genau. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr stehen bleiben, damit ich nur nach oben... Ah, ich understande. Hat es dir euch gefallen? Ja, war solide. Können wir mal moken. Und da ist der Victory. Ich dachte schon so, hä, was ist denn da los? Also, so, Paluten 700 von... Szene, ja. Viel Spaß bei meinem ersten Level. Es ist nicht perfekt, aber ich hoffe, es gefällt euch. Perfekt muss es ja auch überhaupt nicht sein. Meine Videos sind auch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber nichts ist wirklich perfekt. Hey, Paul und andere, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Vorgeschichte. Frank wollte Bäume fällen, doch er kam nicht mehr zurück. Keiner weiß warum. Vielleicht findest du ihn. Wer ist denn Frank? Ich kenne nicht mal einen Frank. Frank? Mann, was war denn da los? Wieso habe ich da mein... Ja, lass mich bitte... Das ist echt nicht gesund. Frank! Bin ich der Einzige? Irgendwie sehen diese...
Ja, ich sage. Ach, Bruder, du hast mich gefunden. Ach, wir sind Brüder. Ho, ich fahre hier runter. Frank, du Arsch. Was denn? Okay. Oh, Alter. Triple Backflip. Und da ist der Victory. Und unser Sohn nochmal mit einer schönen Blutfontäne. Obwohl, ich glaube nicht mal, dass es unser Sohn war, sondern unser rechtes Bein. Das ist so ein bisschen... war so ein bisschen... So, CCLP Flavius mit Paluten 700 Ballthrow. Hey, Pedizel, das ist mein erstes Level. Es ist kurz. Jedoch habe ich mir viel Mühe gegeben. Bitte bewerte fair. Viel Glück und hullu. Okidoki, Bro. Ja, ich werf direkt in den Victory. Ist es okay für euch, Leute? Jetzt hier, zack. Okay, verdammt! Kein Problem, so muss das sein. Da sind wir dabei. So, direkt wieder ein Ballthrow von Serena Schiebler. Hi Palutin, das ist mein erstes Level und daher nicht unbedingt sehr anspruchsvoll. Aber egal, viel Spaß beim Spielen. Du wirst Clash 2 zu 100% gewinnen. Du bist der Beste. Deine Serena oder Serena. Eins von beiden. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Hier werde ich natürlich auch wieder direkt in den Victory werfen. Ja, genau. Hallo? Ich komm... warte mal. Ha! Und das ist der nächste Victory. Guck mal, da hat uns Edgar da unten links sogar noch ein bisschen zugeguckt, der alte Schlawiner. Oh, Panzer? Panzer 2 von Cookie Killer 47. Hey, Palle, das ist mein drittes Level für dich. Boost Leertaste, schießen Shift. Boost für den Berg nutzen. Okay. Benutzt den Boost für den... Oh. Oh, Snap. Warte mal, was muss ich drücken, um zu schießen? Ach, ich benutze die ganze Zeit den Boost. Zack. Denn wir sind ein richtig krasser Panzer. Uns kann nichts aufhalten. Oh yeah. Wir dürfen uns natürlich jetzt... Alter, was ist das denn für eine Steigung? Okay, vorsichtig. Nein! Komm schon, Panzer! Nein, nicht wieder zurück. Okay. Probieren wir es einfach... Entschuldigung, ihr komischen Bälle, die wahrscheinlich Steine sein sollen. Könntet ihr euch... Also ich will nicht sagen, dass ihr euch verpieseln sollt, aber bitte verpieselt euch. Okidoki. Try Nummer 2. Kann das einnehmen. Ho. Jawohl. Okay. Ach, schon wieder irgendwelche blöden Steine. Jetzt, warte mal. Also ich meine, man erkennt zumindest, dass es ein Panzer sein soll. Unsere Mission ist mir jetzt nicht unbedingt... Oh, oh. Ist mir nicht geläufig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier genau mache. Aber ich fahre einfach ein bisschen. They see me rolling. They hate it. What? The freaking monkey. Ach, Mann. Oh, nee. Oh, ich... Oh, crap. Leute, ich muss mal ganz kurz... Ich hoffe mal, Pedizel ist so intelligent und sitzt jetzt hier in Cut. Denn ich muss meine heutige Dingensfolge freischalten. Das habe ich nämlich völlig vergessen. Zack. Oh, das habe ich nämlich nicht gemacht. Oh, ich bin so doof. Zack. Okidoki, jetzt hab ich es gemacht. Perfekt. So, falls... Hier seht ihr das sogar. Das ist nämlich die Clash-Folge. Dann switchen wir mal wieder rüber hier. Zack. Mal gucken, ob hier Dizzle einen Cut gesetzt hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber so wie ich mich kenne, habe ich keinen Cut gesetzt. So. Sag ich knackig weiter mit Paluten 700 Fall. Also ich meine, von Panzer haben wir alles gesehen. Und es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber ich muss nochmal einen Schluck trinken. So, weil wir wollen ja nicht, dass meine Stimme auf einmal versagt. Also das wär nicht so cool. Zeit für eine nächste Frage. Oh yeah. Was hältst du davon, dass YouTube bald was kosten soll? YouTube wird nicht bald was kosten. Das ist, dieses System ist, sieht folgendermaßen so aus. Leute können irgendwie, ich glaube, 5 Euro oder so im Monat zahlen und dann kriegen sie bei dem Channel, den sie sozusagen abonniert haben, keine Werbung mehr. So habe ich das zumindest verstanden. Also ganz ehrlich, ich gucke mir lieber die 30 Sekunden Werbung am Anfang an, bevor ich da 5 Euro ausgebe. Also ich weiß, bei mir, ich benutze keinen Adblocker für YouTube und für Twitch oder so und ich finde die 30 Sekunden auch überhaupt nicht nervig oder so. Oftmals kann man die auch einfach skippen. Ganz ehrlich. So, Paluten 700 Fall von Daniel B456. Hey Palle, ich habe mich mal an den PC gesetzt, um dir ein Level zu bauen. Es ist, glaube ich, mein drittes. Egal, kannst du bitte Fuxi und Elias grüßen? Schöne Grüße und play now. Okay, jump! Bitte lass mich nach unten, bitte lass mich nach unten, bitte. Ah, ich bin unten. Okay, ich weiß nicht, was es gerade war. Es tut mir leid. Ich möchte mich für dieses... Entschuldigen.
Es tut mir wirklich aufrichtig leid für dieses. So. Ist wahrscheinlich, meine Halsschmerzen gehen so langsam in mein Gehirn und zerstören dort. Obwohl im Grunde genommen ist das sowieso ein luftleerer Raum in meinem Kopf. Das Einzige, was dort platziert ist, ist der Victory. Oh yeah. So, was haben wir noch im Programm? Paluten 700 Freeze 2 von Käsekuchen. Mmh. Boah, einen Käsekuchen hätte ich jetzt auch Bock drauf. So ein richtiger New York Cheesecake. Hat jemand von euch ein? Könnt ihr mir den vorbeibringen? Bitte? So, hey Pal und andere, das ist der zweite Teil meiner Freeze-Throw-Serie, schätze ich mal. Viel Spaß, hau rein. Hallo, bitte grüß Max, Finn und Baumade. Dies ist mein vermutlich letztes Level, da ich keine guten Happy Wheels Level bauen kann. Egal, zock einfach. Wer sagt denn das? Sieht doch cool aus. Ich weiß zwar nicht, was ich genau machen soll, aber das ist die Freeze Zone. Okay. Oh! Ach, warte, ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das hier so hinwerfen. Oh, das sieht gut aus. Nee, du triffst mich nicht. Okay, du hast mich getroffen. Das ist natürlich 1-0 für dich. Mist. Aber das ist ja eine coole Idee. Zack. Okay, er wird mich wieder treffen. Da unten nämlich. Nice! Okay, okay, medium. Okay, schnell, 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 schnell. Zack. Oh, oh. Muss die andere noch werfen. Ey, das sieht gut aus. Jawoll! Nice. Okay, Expert. Oh, bitte, 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 bitte. Nein! Oh Gott, ich bin... Oh, bitte, bitte, töte mich nicht. Töte mich. Oh nein, oh, ich komme nicht mehr runter. Bitte, Schwerter. Ihr... nein. Okay, ein Try probieren wir noch. Ich finde das am Anfang gar nicht so easy. Oh, das sieht gut aus. Nice one. Okay, okay. Jetzt haben wir den... Das ist aber ein sehr, sehr geiles Level. Das muss man einfach mal so sagen. Ich finde die Idee mega cool. Oh, oh. Das war Crap. Das war Crap. Das war auch Crap. No! Nein, okay. Ein Try noch. Hin. Hier. Warte. Hier. Nein. Oh, okay. Warte, ein Try noch. Hier. Okay, der war Crap. Oh, der, das könnte trotzdem funktionieren. Ja, voll. Oh yeah. Komm schon. Medium. So. Zack. Oh, oh. Ich habe... Bitte nicht. Nein. Och, Mann. Okay, warte, warte, warte. Das ist der letzte Try. Bitte. Hier. Oh, oh. Warte, das ist der last Try. Hier. Zack. Und den nochmal. Oh, oh. Nein, das wird mich richtig treffen. Oh. Okay, warte, last try. Wartet. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Bitte. Verdammt, warte. Das, bitte, bitte, das ist wirklich jetzt der last try. Okay. Oh. Ja, verdammt, Leute. Es könnte sein, dass ich euch angelogen habe. Das ist jetzt der last try. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich will doch noch einmal weiterkommen. Oh, yes, das sieht sehr gut aus. Jawoll. Okay, okay, das ist jetzt der last try, Leute. Zack. Yes. Oh, oh. Oh, war der knapp. Holla die Walfee. Holla, oh Gott. Okay, okay, okay. Jetzt hier noch den Expert. Schon. Nein! Oh, bitte, irgendein Wunder geschehe. Die Kiste. Mann, ich passe jetzt da nicht mehr unten rein. Aber sehr, sehr cooles Level von Käsekuchen. Also das hat echt Spaß gemacht. Paluten 700 Parcours von Sandro Killiu. Das ist aber nicht nett. YouTube Black Cookie, steht alles im Level. PS. Okay. Hey Paluten, wieder ein Level von mir. Bisschen, was? Von mir hast du noch keins gespielt. Bisschen traurig, aber egal. Willkommen zu diesem... Ja, Bro, dafür kann ich ja nichts. Also das muss wirklich jedem bewusst sein. Es gibt keine Garantie, dass das Level von einem auch gespielt wird. Dafür, ja, packen einfach zu viele Leute Level online. Und ich habe auch schon wirklich eine gefühlte 1 Million Mal, weil dieses Level Standardtexturen, also dieses Blau-Weiß, finde ich nicht so cool. Und auch am Anfang direkt so, die erste Zeile ist sein YouTube-Kanal. Finde ich immer so ein bisschen suboptimal. Oh, ein Quizzy. Ein Quizzle, Alter. Von Nano Mafaka. Ein
Quiz mit drei Fragen, mein erstes Level. Kannst du mich, Onur, grüßen? Ja, schöne Grüße an dich, Onur. Und dann machen wir mal los. Hallo, Palle. Das ist mein erstes Level. Ein Quiz. Ich hoffe, du hast Spaß und bewertest dieses Level streng, damit ich mich verbessern kann. So, das war's mit dem Text. Also viel Spaß und hulio. Okay. Wie heißt die Hauptstadt von Polen? Warschau. Ja, das wäre auch ein bisschen... Wann kam die erste für die Öffentlichkeit verfügbare Minecraft-Version raus? Gott, am 16. Mai. Da kann ich dir jetzt, wenn du wirklich eine Bewertung von mir haben möchtest, mach die Daten weiter auseinander. Ob das nun der 16. Mai oder der 10. Mai ist, das ist so, für ein Quiz ist es so mega unrelevant. Da hättest du irgendwie 2010, 2012 machen können. Die für die Öffentlichkeit verfügbare Version von Minecraft kam am 16. Mai 2009 raus. Die allererste Version Pre-000 kam am 10. Mai raus, wurde jedoch nie veröffentlicht. Wie lange dauerte es, bis Gronkh von Folge 999 zu der Folge 999-99 kam? Das erste? Verdammt! Ach Mann, das gibt's doch nicht. Danke fürs Spiel meines Levels. Sorry, dass es so kurz geraten ist. Bald kommt sehr sicher mehr, weil es mir Spaß gemacht hat. Palle nicht vergessen, mich streng zu bewerten. Okay, du kriegst gerne mit Werbung. Sage ich, knage hier. So, was ist ein YouTube-Channel? B-Concepts. Alright, alright. So, dann Paluten 700 Poco Jump von Mariam Pinky Germany. Hey Palle, ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich habe natürlich viele Farben. Was? Ach, es hat natürlich viele Farben. Und jetzt ein Hullo. Okidoki. Bevor, vorher machen wir jetzt aber nochmal so eine kleine Fragerunde hier. So, was haben wir denn hier so im Angebot? Was war der größte Blödsinn, den du je in der Schule gemacht hast? Habe ich ja schon mal gesagt. Da haben wir so eine Arena gebaut und haben da Fußball gespielt. Macht dir die Bad Wars-Woche noch Spaß? Was ist das für eine Frage? Auf jeden Fall, ich liebe Bad Wars. So, bum, bum, bum. Wird es mal wieder Vlogs geben? Ja, why not? Aber ich bin halt einfach... Hallo Paluten, ich lese es ganz kurz vor, dann kommen wir zu dieser Vlog-Frage zurück. Hallo Paluten, das ist ein Pogo-Jump-Level. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alles getestet und es ist definitiv machbar. Viel Spaß und die anderen, die das Level spielen. Okay. Ja, ist jetzt ja ganz nett, aber das ist halt 0815 Pogo-Level Rizzle. Also... Das ist natürlich... genau, Vlogs. Ich bin halt nicht so unbedingt der Vlogger. Oh, meine Nase juckt. Oh, oh. Okay. Alles, glaube ich, wieder gut. Oh, oh. Sie juckt immer noch. Was ist denn damit los? Aber ich vlogge halt viel zu selten. So, das ist bei manchen Situationen dann... Einerseits genieße ich dann den Moment, andererseits... möchte ich dann auch nicht unbedingt die Kamera irgendwie rausholen und das ist ja alles immer nicht so einfach, Leute. Aber ich hoffe mal, dass in den nächsten Tagen vielleicht schon mal wieder ein kleiner, spontaner Vlog aus der Butze kommt. Schauen wir mal, lasst euch überraschen. So, Paluten 700 von Tony Nater 3000 YouTube. Bitte nicht bewegen. Okay, mach ich nicht. Ich werde mich nicht bewegen. Was haben wir denn hier noch? Kann es sein, dass du Hunger hast? Ich habe immer Hunger. Ich habe wirklich super oft Hunger. Ich esse aber auch ziemlich gerne. Essen ist schön. Essen macht wirklich Spaß. Also ich habe auch selten jemanden getroffen, der gesagt hat, Essen, ganz ehrlich, finde ich blöd. Außer mein Cousin. Mein Cousin war immer nie so der Esser. Bei uns war das immer so. Ich und mein Cousin waren super, super oft bei meiner Oma immer zum Essen, weil meine Eltern und seine Eltern eben beide berufstätig waren. Und dann sind wir eben am Nachmittag oder am Mittag nach der Schule zu meiner Oma gegangen, haben dort Mittag gegessen, pipapo. Und ich war immer ein guter Esser, so. Und ich hatte immer so... Und mein Cousin so... Und ich so... Und ja, das fand meine... Meine Oma war eben so wie so eine typische Oma. Meine Oma war Weltklasse. Beide meine Omas, die leider verstorben sind, rest in peace, waren einfach Weltklasse. Die waren richtig... Die waren meiner Meinung nach zumindest die perfekten Omas, weil die waren super nett... Und haben einen immer so bepitchert, so, hey, braucht ihr noch was? Und Kind, ist doch nochmal hier und da. Und einfach waren einfach Weltklasse. Und das deshalb hat mich das, das war ja auch, hatte ich ja auch in dem einen Video damals gesagt, ich glaube, es war ein Minecraft-Mark-Video, dass mir das auf jeden Fall zu schaffen gemacht hat, als dann meine andere Oma ist relativ früh gestorben, meine andere jetzt in den letzten Monaten. Und da habe ich mir auch so gedacht, so, ja, okay, ich bin jetzt zwar traurig oder so, aber ich glaube, meine Oma hätte niemals für mich gewollt, dass ich wegen ihrem Tod traurig bin. Das wäre niemals ihre Intention gewesen und deshalb habe ich das auch relativ schnell bewältigen können, diesen Verlust.
Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner, positiver Nebeneffekt. Einfach, dass man sich das so, dass man nicht wegen sowas traurig ist, sondern dass man sich an die schönen Momente erinnert. Ich mache gerade voll den Serious Talk, aber das ist mir teilweise auch so ein bisschen wichtig. Weil irgendwann kommt halt der Punkt, dass Oma, Opa oder auch irgendwann kommt der Punkt, dass auch unsere Eltern irgendwann gehen werden. Und irgendwann werden wir auch nicht mehr auf dieser Erde existieren. Und sagen wir mal, wenn ich später Kinder habe oder so, ist das Letzte, was ich möchte, oder Enkelkinder, das Letzte, was ich möchte, dass man wegen mir trauert. So. Ich möchte, dass die Leute mich in guter Erinnerung behalten, aber das Leben geht einfach weiter. So, das ist einfach ganz, ganz wichtig. So, jetzt machen wir, ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Frage gekommen bin. Wir machen einfach, oder zu diesem Talk, wir machen jetzt mal weiter hier mit. Warte mal, haben wir Toby Nader gemacht? Bitte nicht bewegen? Ja, das haben wir, da dürfen wir uns ja nicht bewegen. So, Paluten 700 von wieder Blob M5W303. Hey, Palle, ich hoffe, dieses Level nicht zu spät angereicht. Viel Spaß und noch viel Glück bei Minecraft Clash 2. Hullo! Alright, alright, Brohim. So, dann legen wir doch mal hier los. Das ist kein Problem für uns, Alter. Wir sind ja eine Gazelle, die unkaputtbar ist. Oh, hier ist ein kleiner Aufzug. Das Level kommt mir ein bisschen bekannt vor. Aufzug defekt, geht zurück. Okay, nee, dann kommt es mir doch nicht bekannt vor. Nur ein Aufzug an. Oh, warte, warte. Was? Au, ich muss mich da festhalten. Okay, warte. Zack. Huh. Okay, ich halt. Oh Gott. Oh nein, mit nur einem Arm. Och Mann, der hat sich da so richtig blöd festgehalten. Kann doch nicht wahr sein. Okay, so. In den defekten Aufzug, damit das da unten runterploppt. Okidoki. So. Zack. Och nein, was ist denn dann? Och Gott. Das kann doch nicht dein Ernst sein. What is going on this planet? Da gibt es ja auch immer dieses Meme. Kennt ihr das mit I don't want to live on this planet anymore? Das sind manchmal... Was? Ach man, das kann doch nicht, Are you for Rizzle? Check the Rizzle. So, zack, zack, zack. So, jetzt fahren wir hier ganz easy runter. So. Zack, vorder. Ja. Oh, so ne Mann. Oh, oh Gott, hinter. Oh Gott. Ah, oh. Okay. Lass dich fallen. Dieses Level. Oh Mann, ich darf mich nicht so reinsteigern. Das ist nicht gut für meine Stimme. So. Sag ich, knackig. Hier zurück. So, jetzt mal ein bisschen concentraten. We have to concentrate. Oh Gott. So, Mann, es tut mir leid. Ich wollte deinen Kopf nicht kaputt machen. Aber der ist halt einfach auch wie so eine Melone einfach zerplatzt. Also selber schuld. Du Arsch. So, warte mal. Nein, jetzt bin ich wieder da rein. Bitte dreh dich. Oh Mann, warum? Warum? Was ist mit diesem Level los? Dieses Level hasst mich. Ich bin, glaube ich, schon auf jegliche erdenkliche Art in diesem Level gestorben. So, warte mal, jetzt werfe ich die Blobbles einfach mal alle so ein bisschen hoch. Dann drehe ich mich einmal hier so ein bisschen locker easy. Dann drehen wir hier noch einmal und dann bin ich tot. Ach, verdammt! Okay, warte. So, ganz langsam bobben wir die mal runter. Genau, so muss man das machen. Dann kann ich hier nämlich auch locker easy längs. So, stoße ich hier gegen. Dann fahren wir wieder ein bisschen zurück. So, das ist auch gut. Das kann man mal machen. Ist ganz nice. So, zack. Du willst mich doch verarschen. Oh Gott! Verdammt! Okay, last try jetzt hier. Bam, Alter. So, jetzt einfach mal durch hier. Verdammt! Okay, das war der last try. Komm, fahr. So, perfekt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch hier echt... Also, hier ein Scherz. So, komm schon. So muss ich das machen. Zack. Und dann runter. Und jetzt festhalten. Er hält sich mit beiden Armen fest, meine Damen und Herren. Kann es das sein? Jawohl! Bam, 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 bam. Alter Schwede, da hat ja sowas von lange gedauert. So, Paluten 700, 4 Teile von Jamon. 1, 2, 3, 3. Hey, Palun und andere, dies ist mein zweites Level. Das erste hast du nicht gespielt, ist aber nicht deine Schuld. Danke für dein Verständnis. Kannst du noch G-Man, Keno, Miguel, Phil grüßen? Viel Spaß. Ja, schöne Grüße an euch. Ich mach mal Play Now. Dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Es scheint wohl... Oh, bitte? Verdammt! Okay. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Speed, dann soll ich das eigentlich schaffen. Jawohl. Okay.
ist kein Problem für Pidizel, Alter. Ja, es ist... No mas problemas for los Pidizelos. Hier die Harpune, weißt du, die kann mir auch nichts. Die auch nicht. Zack. Okay, ein bisschen slow. Oh! Ja. Okay, okay. Slow, 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 so slow. 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 Okay. Victory. Ba-bam! So muss man das machen. So ist es richtig. Hallo und 700 Mix. Komm, machen wir noch mal eine kleine Frage hier. Was haben wir denn hier? Okay. Wie findest du es, dass bald ein Hund in deiner Wohnung rumrennt? Mega cool. Freue ich mich schon drauf. Aber Tyson stinkt immer so krass. Der riecht immer so. So, okay, okay, was haben wir noch? Hast du schon Ideen für ein Varo-Team? Nee, momentan noch nicht. Bleibst du im YouTube-Haus? Natürlich. Liebst du Revi? Was sind das für komische Fragen? Wie geht es Frosch-LP? Tipptopp. Magst du Enten? Ja. Magst du? Wie kann man... Enten tun einem doch gar nicht. Enten sind so mega neutrale Wesen. Hey, Palle! Bin kein Zeichenkünstler. Ach, der sieht ganz cool aus. Oh. Bisschen schief. Hab ich die Person vorgelesen? Hoffentlich. Ein, zwei Fragen über mein Heimatland Österreich. Überraschung, Spike voll mit unsichtbarer Hilfe. Okay. Welches Bundesland liegt ganz im Westen? Das ist natürlich Tirol. Das ist ganz klar. Falsch, verdammt! Hä, was? Wenn du die Frage richtig hast, darfst du trotzdem weiter. 3 plus 10.325. Okay, also hätte ich das falsch beantwortet, dann hätte ich mir auch mal auf. Welches Land ist kein Nachbarland von Österreich? Griechenland. Richtig. Entschuldigung? Bitte gehen hier runter. Dankeschön. Er hat aber sehr leichte Matheaufgaben gestellt, oder? Ich denke da, okay, Pidizel, der ist ein... Oh! Oh Gott, Alter, da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Ah, das war wieder der gute alte Blob. So, was haben wir? Paluten 700 Mix von Nils 717 Player. Hullo! Alright, Bro. Let's do this. Ja, geht's hier runter? Okay. Der, was? Hä? Wie komme ich denn hier runter? Hallo? Ach, jetzt! Hullo! Okay. Oh, 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 was steht hier? Hello, Pidizel, das ist mein zweites Level für dich. Quizzle, Spikefall, Ballfall, hoffe es gefällt dir. Okay, okay, Brohim. Wo steht der Eiffelturm? In Paris. Das ist eine ziemlich leichte Frage. Okay. Oh Gott, Bäume. Oh, ich hasse... Oh Gott, welcher Baum hat eine weiße Rinde? Ist die Birke, oder? Bitte, lass es die Birke sein. Jawohl, richtig. Nice. So, da gehen wir da rein. Das ist prima. So. Hallo. Oh, Spikefall. Okay, 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 okay. Oh, snap. Okay, Ballfall. Oh. Oh, oh. Nein! Okay. Ich muss mich hier irgendwie ein bisschen von dem Segway befreien. Och nein, ich stecke tatsächlich fest. Ich stecke fest. Das ist doch ein blöder Scherz. Obwohl. Kann ich nicht wieder auf den... Ich kann wieder auf den draufsteigen. Genau, bricht dir schön ein bisschen was. Dann sind wir nämlich wendiger. Spring doch! Junge! Jawohl. Oh Gott, wieso steigst du denn wieder da auf? Spring ab! Und jetzt zieh dich... Ja. Oh nein! Verdammt! Jetzt lass mich doch mal da... Ja, warte. Er zieht sich, glaube ich... Er zieht es ein bisschen hoch. Bisschen... Pixel bewegen sich. Nein, es wird aber wieder... Okay, warte mal. Oh, warte. Zack. Fahr ruhig runter. Ist Absprung. Und jetzt zieh dich... Ach, Mann, das kann einem ja... Ach, komm, machen wir nochmal. Kann ja nicht wahr sein. Wie nervig. Das war schon ein bisschen skandalös hier. So. Okay, 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 okay. Oh, Paris. Paris war ich auch schon mal. Fand ich aber jetzt irgendwie nicht so geil. Also ich muss sagen, so die Touristenattraktionen waren alle ganz schön. Aber Paris an sich war irgendwie so... Vor allem die Vororte sind richtig krass. Alter Schwede, was da abging. Dort hatten wir auch leider unser Hotel.
Obwohl, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein richtiger Vorort war. Es war auf jeden Fall ziemlich crank, was da abging. So, nein, jetzt nicht nochmal. Ich wollte schon gerade sagen. Da falle ich jetzt nicht nochmal runter. Wo geht's denn hier überhaupt richtig? Da fällt man an der Seite runter und da bin ich tot. Ach komm, wir machen weiter. Das kann ja nicht wahr sein. So, Paluten-Simonat Auto Advance von Herr Java. Hallo Paluten. Hallo, Timmy muss auf dich warten und du holst ein Auto. Oscar verdächtig, viel Spaß. Ja, das ist auf jeden Fall, also wenn die Story keinen Oscar bekommt, dann weiß ich auch nicht. Okay, Level startet in 5 Sekunden. Versuche deine Arme zu behalten. Mache ich. Also das ist gar kein Problem für mich. Meine Arme sind ja... Oh Gott. Hä? Muss ich hier... Oh, what? What the heck? Muss ich überhaupt die Coins einsammeln? Oder wie läuft das? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. So. Jetzt gönne ich mir erstmal den hier. Hallo, ich möchte gehen hier rüber. Jojo, jojo, just a Bieber, noob, schlecht, jojo. Jetzt fahre ich erstmal hier runter. Entschuldigung, darf ich hier runter? Scheinbar nicht. Ich will jetzt aber nicht meinen Körper verlieren. Okay, perfekt. Hallo? Oh Gott. Okay, gut. Nein, ich habe den nicht bekommen! Oh Gott, wieso bin ich denn so ein Munchkin? Ach man. Okay, okay. Und give me that. Oh yeah. So. Elegant. Justin Bieber. Noob. Schlecht. Ja, ja. Lass mich jetzt hier runter. Okay, wir dürfen jetzt einfach gleich diesen einen Bobble da nicht verpassen. So. Oh, da war knapp. Nein, wir sind zu langsam. Zu langsam. Oh, wir haben es geschafft. Oh, ja. Oh, was geht hier ab? Okay, uns fehlen nur noch 2 Stück. Oh, oh Gott. Okay, warte. Zack. Okay. Schiff für den Turbo. Oh yeah. Brum, 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 brum. Brum. Oh, ich glaube, wir müssen hier zurück. Ja. Brum, 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 brum. They see me rolling, they haten. Kommt hier noch irgendwie? Hallo? Kriege ich noch einen Coin? Wieso fährt das? Müssen wir hier überhaupt längs? Kriege ich? Achso, ich hab Timmy! Hi, Timmy! So, warte mal, jetzt kommen wir hier wieder runter. So. Jetzt können wir gleich hier auch wieder... Oh, Timmy, nein, es tut mir leid. Oh Gott. Kann ich jetzt mal hier irgendwie runter? So, jetzt aber. Oh Gott, Timmy. Ja, gut. Scheiße gelaufen würde ich. Ich muss jetzt Gas geben. Ich bin nämlich auf der Flucht. Ich bin jetzt ein gesuchter... Oh, Mann. Paluten 700 Bergwacht von KL3007 TV. Moin Palle, das ist mein zweites Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Euch viel Spaß. Kannst du bitte noch die 7C der RSW grüßen? Schöne Grüße an euch. Oh, ich bin Bergretter. Retter ein Wanderer, der seit 3 Wochen hier festsitzt. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Das ist wahrscheinlich der Typ, der seinen Sohn umgebracht hat und dann sich selbst. So ein Idiot. Wo ist denn der Typ? Hallo? Oh Gott! Okay, kein Problem. Ich bin abgestürzt und habe den Typen, den wir eigentlich retten mussten, getötet. Lauft bei uns. Jetzt wissen wir zumindest, wo der eine ist. Wir müssen jetzt hier nochmal hoch. Zack. So. Oh! Oh, was wird das geil? Was mache ich denn jetzt hier? Denn. Wir können auch mal eine Frage vorlesen. Was hältst du von Fanfictions? Die Frage habe ich, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also manchmal finde ich das so ein bisschen strange, so Fanfictions. Also die sind manchmal ein bisschen, also, ich weiß nicht, ein bisschen komisch. Warte mal, muss ich den retten? Entschuldigen Sie, Sir? Ich muss sie, glaube ich, retten. Achso, so lasse ich das Ding runter. Entschuldigung. Oh, warte. Hallo? Sir? Warte. Das ist gar nicht so einfach, den zu retten. Jetzt muss ich so ein bisschen runter. So, ich glaube, ich habe ihn. Ja, wir haben ihn. Dan, 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 dan. Kommen Sie mit, Sir. Oh Gott, Sir! Leben Sie noch? Sir? Oh Gott. Doch, der lebt noch.
Kommen Sie mit. Ich bin von der Bergwacht. Ich helfe Ihnen. Ja, von der Bergwacht. Oh, Vorsicht, Autos, Sir. Sir, da sind doch Autos. Da können Sie doch nicht einfach gegen. Sir! Entschuldigen Sie. Sir? Oh. Warten Sie, Sir. Sie haben da... Eine Sekunde. Ich meine, mir wurde nur gesagt, ich soll ihn retten. Man hat mir nicht gesagt, in wie viel Teil. Okay. Gut. Dann bringen wir das jetzt mal hier zum Krankenhaus. Oh, da oben. Danke, dass du ihn gerettet hast. Ey, ganz ehrlich, kein Problem. Habe ich gerne getan. Also ich habe mir wirklich alles getan, was da in meiner Macht steht. So, Paluten 700 Quiz von Sarah Paluten. Hi, Paluten andere. Lies bitte alles im Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Viel Spaß und hullo. Okidoki. Okay. Hallo Paluten und andere. Hoffe, das Level gefällt euch. Deine Stimme ist voll niedlich. Danke. Ich habe dieses Level am 13.7. Am 13.7. gemacht. Deshalb ist wahrscheinlich nicht alles aktuell. Okidoki. Kannst du mich, Sarah, bitte grüßen? Ja, schöne Grüße an dich. Wie viele Videos hast du? 3000. Ich glaube, 2304. Oh, falsch, was? Ja, okay, mittlerweile haben wir natürlich schon ein paar mehr. Wie viele Abonnenten hast du? Mittlerweile haben wir die Millionen, was krass ist. Und das dank dir. Also muss man einfach so sagen, dank euch, dank dir, dieser Person, die da gerade sich das Video reinzieht, die ist wahrscheinlich Abonnent. Falls nicht, ändert das. Wie viele Aufrufe hat dein Kanal? 195 Millionen? Kann das sein? Auch wieder falsch, wieso habe ich das denn alles? Ich weiß ja auch nicht genau, was richtig ist. Das ist natürlich immer nicht so schmargotastisch, solche Fragen in einem Quiz zu stellen. Jetzt machen wir hier nochmal schnell das Slow. Slow, 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 slow. Slow, 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 slow. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Muss ich hier runter? Hallo? Bitte? Entschuldigung, ich steige einfach mal ab. Entschuldigung. Da kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier gerade feststecken. Hallo, Junge, fall doch mal da runter. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Wieso fällt er da nicht runter? Ich verstehe es nicht. Junge, mach es. Na, endlich. Halleluja. Okay. Komm schon, Brohim. Das macht mir... Ich weiß nicht, weshalb mich das... Da ist doch der finale Victory der heutigen Folge, meine Damen und Herren. Der zweite Part von Lost Happy Reloss. Wir haben es geschafft. Das 700er Special ist hiermit abgeschlossen. Ich möchte mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, die dieses Projekt so supporten. Und ich denke auch, dass es in Zukunft, ich schätze mal so... alle zwei, drei Tage eine weitere Folge von Happy Wheels gibt. Einfach mal sowas zwischendurch, denn beenden möchte ich dieses Projekt eigentlich nicht. Denn es bedeutet mir eigentlich schon wirklich sehr, sehr viel. Ja, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Ich werde jetzt meine Stimme mal so ein bisschen schonen gehen und da wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung dafür, dieses Special, und dann haut rein. Ciao, ciao!